Hallo und herzlich willkommen, euer Willy Pete, zu einem weiteren Cast. Meine Nase, die ist immer noch ein bisschen verstopft, aber das soll uns ja nicht aufhalten. Es gibt gleich Action, Action, Action. Engineer Time, würde ich mal wieder sagen. Einige haben ja gefragt von euch, ob ich mal wieder ein bisschen was mit meinem Engineer mache, und hier kommt's. Ich kann es euch ja schon mal sagen, ich lade im Moment Battlefield 3 runter. Ich habe ja vorbestellt und habe dank des Internetanbieters jetzt schon mein Key bekommen, auch für die Limited Edition und das Spectac Package und DocTech Package, und alles ist gerade eingetroffen. Ich bin so ein bisschen angefixt im Moment und freue mich. Es dauert noch 40 Minuten, das alles runterzuladen, und dann werde ich erstmal losgamen, und wenn das funktioniert, dann wird das eine lange Nacht, ne? Ihr seht übrigens, ich spiele gerade mit der MP7, lauf gleich auf eine Tretmine und freue mir einen ab. Mit welcher Version spiele ich denn? Und zwar, ich spiele mit der Veterans MP7. Die kostet ja 630 Battlefunds im Vergleich zu den 850 für die Elite-Version. Und ich dachte mir, okay, wirst du mal ein bisschen Veteran-Version probieren und schauen, wie sich das Ding verhält. Und ich muss sagen, 71 Damage gegen 78 Damage von der Elite-Version, man merkt den Unterschied nicht. Dann habe ich mir auch noch mal ein paar andere Elite-Weapons angeguckt und dann dazu die Veteranen-Weapons, und muss sagen, ich würde jetzt wirklich mal probieren, einfach mit den Veteranen-Weapons zu spielen, denn der Unterschied ist nicht sehr groß. Was möchte ich euch ein bisschen zeigen in dem Spiel hier? Ich möchte natürlich auf verschiedene Sachen eingehen, zum Beispiel auf das No-Scope-Shooting oder No-ADSing oder wie wir es auch nennen wollen. Ihr benutzt einfach nicht die rechte Maustaste, um rein zu zoomen und sozusagen mit Kim und Korn auf Gegner zu schießen, sondern einfach nur so. Das geht im Nahkampf sehr gut. Und ihr habt zum Beispiel mit Waffen wie der MP5 oder mit der MP7 ein Fadenkreuz, mit dem man das super machen kann. Und was gibt es zu beachten? Ihr sollt natürlich euch dabei nicht bewegen. Ihr könnt euch bewegen, aber dadurch leidet die Ungenauigkeit. Und zum Thema Genauigkeit, Ungenauigkeit, was wollt ihr denn im Nahkampf? Wenn ihr, also es gab viele Situationen, wenn ihr über kurze Distanzen wirklich einen Gegner treffen wollt, dann ist es so, dass ihr ja mit der Maus manchmal ein bisschen links oder rechts daneben seid. Und da hilft es sogar, wenn die Waffe ein bisschen ungenauer schießt und ihr dadurch halt mit Luck links und rechts ein paar Bullets trefft und dann den Gegner down bekommt. Also sagen wir mal, dieses No-Scoping ist im Nahkampf eigentlich wirklich förderlich. Über diese Distanzen, die wir hier sehen, ist das natürlich, hat sich das erledigt. Also da musste mit Kimme und Korn ziehen, ansonsten trifft man nichts. Aber im Nahkampf versucht doch wirklich einfach mal ohne Scoping rumzuschießen und auf gut Glück die Gegner zu treffen. Und gerade bei schnell feuernden Waffen wie der MP7 oder der MP5 macht das großen Unterschied. Natürlich mit der AEK oder mit der SCAR geht das nicht so gut. Das ist nun mal mit dem SMG so. Hier hinten, da kommt noch einer angerannt hier. Wir versuchen gerade mal irgendwie D einzunehmen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt wieder ein paar Runden mit der Veteranen MP7 gespielt, und die MP7 ist wirklich, also es ist wirklich eine sehr, sehr gute Waffe. Im Moment habe ich sie, es ist ja immer sagen wir mal, zeitabhängig, ja, im Moment habe ich sie wirklich lieber als die MP5, denn die haut ein Damage raus im Nahkampf, das ist unglaublich. Also wenn ihr euch eine gute Elite-Waffe oder eine Veteranenwaffe kaufen wollt für euren Engineer, dann holt euch die MP7, die ist super geil. Also das geht so schnell, dass die Gegner down sind. Wow, ich habe natürlich, wenn man keine Ammo mehr hat. Ah, scheiße, 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 scheiße. Oh, ein No-Scope-RPG-Kill und dann noch ein 1911er hinterher. Ja, der Skill muss man haben. Nein, Glück muss man haben natürlich. Und ich wusste, dass da der APC noch steht, und ich bin nicht direkt rangegangen. Und genau so hat es meine Kuchenrechnung dann aufgegangen. Und ich bin natürlich hinten rumgelaufen und habe dann noch eine Mine rangeschmissen. Also es war sehr schön. Bei dem Punkt hier habe ich abgefeiert und dachte, oh, das wird ja wieder schicker. Lalalalala. Was gibt es noch so an Announcement, die ich machen will? Viele haben gefragt, warum ich mit Body Armor spiele. Was macht das überhaupt? Ja, das kann man sich für Credit. Das ist ein Booster-Package, das kann man sich für Battlefans holen. Da kriegt man 10% weniger Schaden von allen Sachen, die einem um die Ohren fliegen. Also Mückenstiche und dergleichen tun nicht so doll weh. Also 10% weniger Schaden von allem. Und ja, habe ich mir alle Battlefans-Waffen oder habe ich mir alle Waffen, die ich so habe, gekauft für immer? Nein, natürlich nicht. Ich habe die Noob
Weapons mir gekauft für immer, weil ich am Anfang noch nicht wusste, dass man so über Credits die leihen kann oder so, ob das reicht, dass man die für ein oder zwei Tage leihen kann. Also sie gehören mir nicht alle für immer, nur damit ihr es wisst. Vielen, vielen, vielen Dank für so viele Abonnenten. Im Moment geht es ja nach oben, ich weiß gar nicht wohin. Ich müsste ja ein Special nach dem anderen bringen, aber das ist manchmal ein bisschen schwierig. Und viele haben es gemerkt mit der Werbung im Kanal. Das hat YouTube jetzt so mir angeboten. Ey, Terra Nova. Terra Nova, wo kommt er denn? Ach, da hinten, da wollen Rosse kaufen. Steht da am Strand, Schrank, da wollen Rosse kaufen. Oh. An dem Stand hier so, wir merken uns mal Terra Nova, wollen Rosse kaufen. Steht da hinten und verteilt seine Rosen. Nein, mit der Werbung. Es ist einfach nur so, viele von euch, die von Anfang an dabei sind, wissen, ich habe mir hier das Bayer Dynamic Headset gekauft für euch und viele haben dann gesagt, okay, kannst du nicht mal ein bisschen HD aufnehmen, da mussten wir natürlich noch Festplatte kaufen und dergleichen. Und ich stecke all das, was quasi an Geld reinkommt, irgendwie durch, weiß ich nicht, YouTube oder Werbung oder sowas, habe ich mir von vornherein festgenommen und das bin ich euch auch schuldig, dass das sofort wieder quasi in Gameplays reingeht. Also ihr müsst euch das nicht so vorstellen, dass irgendwie ich da jetzt so Millionär werde. Das sind Beträge, also das ist wirklich, also ein Witz, da kriegst du mit Flaschen sammeln, kriegst du da mehr Geld zusammen. Aber alles das, was irgendwie da reinkommt, das geht sofort in, weiß ich nicht, Verstärker, irgendwelche anderen Festplatten, damit das HD besser läuft und vielleicht irgendwie kleine Sachen, irgendwie, dass ich mir mal so einen Vorspann machen lasse oder sowas. Nur damit ihr es wisst und wenn ihr mich unterstützen wollt und das Projekt gut findet, könnt ihr auch auf die Werbung einfach raufklicken, dann könnt ihr so einen neuen Tab öffnen und dann das Ding wieder zumachen und dann ist okay. Weil viele haben nämlich wirklich gefragt und das finde ich so toll, also da bin ich wirklich, es ist so schön, was an Feedback kommt. Hey Willi, können wir irgendwie bei PayPal irgendwie dir helfen? Können wir da irgendwie 3 Euro spenden? Und ich meine, so, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Also herzlichen Dank an dieser Stelle und wenn ihr machen wollt, ja, klickt irgendwo auf die Werbung und dann ist das okay. Ich werde irgendwann später vielleicht mal was einrichten, dass man was spenden kann, aber ich möchte das hier nicht machen, um Kohle da irgendwie zu scheffeln. Nein, überhaupt nicht. Das möchte ich machen, um, wie gesagt, hoffentlich bessere Gamer auszubilden, in Anführungsstrichen, bessere Teamplayer auszubilden vor allen Dingen und um euch ein bisschen Content zu bringen und das freut mich, dass es euch so freut und das ist eine Community und das wächst und komm. Ja! Ein Headshot, genau, mit der RPG, mit dem Zäpfchen. Eine Community, die hoffentlich wächst und dafür vielen, vielen, vielen Dank an euch. Wenn ihr Kommentare lest, die ihr gut findet, dann macht da einfach einen Daumen hoch, damit ich weiß, was euch wichtig ist. Also mittlerweile haben wir ja schon so ein... Ey, Terra Nova? Volorosa Kaffee? Volorosa Kaffee? Ah, immer noch. Terra Nova, diese komischen Dinger hier, WASD und so, das ist zum Bewegen. Ich weiß, ist anstrengend, körperlich und dergleichen, aber... Ne? Wollt ihr Rosse kaufen? Er chillt einfach immer noch hinter diesen, bei dem Stand da rum, ja. Also, naja, was soll man dazu noch sagen? Nein, aber damit ich weiß, was euch wichtig ist von den Kommentaren und sowas, auf welche Gameplays oder welche Problematiken ich eingehen soll, dass ihr einfach den Leuten, die irgendwas hinschreiben, dass ihr denen einfach 3 Daumen hoch gebt und dann rutschen die natürlich nach oben und dann sehe ich, ach okay, ihr wollt jetzt ein Gameplay mit der XM8 oder irgend sowas sehen, ja. So, die nächsten Sachen kommen in den nächsten Casts, die so da sind und ich werde natürlich weitermachen, aber ich werde heute Nacht erstmal, wenn es funktioniert, Battlefield 3 zocken und ihr könnt euch darauf einstellen, dass da richtig schöne Fails kommen. Ich werde euch die Sachen um die Ohren schmeißen. 29.6, herzlichen Dank, ich hoffe, euch geht's gut, einen ganz lieben Gruß nach draußen und euer Woody Pete, bis zum nächsten Mal. Over and out.